Ich darf Ihnen erstmal Herrn Bernd Draser vorstellen. Herr Draser, ich brauche einen kleinen Spickzettel, das ist schon ein bisschen viel. Herr Draser ist in Rumänien geboren, im Karpatenland, genauer gesagt in Transsilvanien, im Land von Graf Dracula. Wir sind aber relativ sicher, er hat mit Vampiren nicht so arg viel gemeinsam. Außer vielleicht einer gewissen Exotik, wenn man sein Arbeitsgebiet betrachtet. Bernd Draser kam 1983 im Alter von 10 Jahren nach Deutschland. Von 1993 bis 1999 studierte er Philosophie und Germanistik in Bonn. Von 1998 bis 2003 arbeitete er als Dozent und Programmkoordinator an der Internationalen Akademie für Bildung in Bonn. Richtig? Ja. Gut, Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage. Seit 2004 ist er freiberuflicher Dozent für Philosophie, Ästhetik und Kulturwissenschaften an der Ecodesign. Das ist Ecosign. Ecosign, Entschuldigung, ja, steht doch. Das ist die Akademie für Gestaltung in Köln. Er ist Autor und Rezensent für das Titelmagazin. Richtig? Was ist Ecosign? Nach der Definition geht es darum, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und in Bezug auf aktuelle Themen gestalterisch umzusetzen. Das wäre schön, wenn Sie diesen hübschen Satz später noch erklären könnten. Es scheint, es gibt kaum ein Thema in der Kulturszene, das ihm nicht eine Beachtung wert wäre. Und wir freuen uns, dass wir heute einen jungen Gelehrten im Alter von gerade mal 43 Jahren bei uns haben. Okay. Ja, von dem wir hoffentlich auch in Zukunft noch spannende Vorträge erwarten dürfen. Herr Draser war schon mal bei uns, und zwar im Herbst 2014. Und zwar war sein Thema damals Hitchcock Catholicus. Aber er war auch vorher schon in der Kulturszene rund um Frankfurt unterwegs. Und zwar mit anderen Vorträgen, zum Beispiel zu den Farben und Formen von Cézanne. Hierdurch ist er uns im Gedächtnis geblieben, ein Spurensucher der ästhetischen Strukturen auf der Fährte ist, in der bildenden Kunst, im Film und in der Literatur. Und dort, wo man sie gar nicht vermuten würde, auch im Alltag. Das macht seine Vorträge so sehr spannend. Man darf immer auf Überraschungen rechnen, und unser heutiges Thema ist eine solche, nämlich die tröstliche Schönheit des Scheiterns. Herr Draser, bitteschön. Ja. Danke für die schöne Einführung. Ich hoffe, Sie erlauben mir, wenn ich mich setze, dann habe ich meinen Spickzettel besser im Blick. Es soll heute um das Scheitern gehen, um die Schönheit des Scheiterns und sogar die tröstliche Schönheit des Scheiterns. Als ich mit Herrn Pflug über das Thema gesprochen habe, ist er über diesen Titel gestolpert. Der gehört eigentlich zu einem Aufsatz in einem ganz anderen Kontext. Es ging darum, die alten Recken und Vorkämpfer der nachhaltigen Entwicklung über ihre Misserfolge hinweg zu trösten in einem Magazin für nachhaltiges Wirtschaften. Und ich habe Ihnen zwei Mahnungen und einen Trost damals auf den Weg gegeben. Die erste Mahnung war, dass nachhaltige Entwicklung keine Heilsgeschichte ist, sondern vielleicht einfach auch harte Arbeit und Forschung und Wissenschaft, jedenfalls keine moralische Kategorie. Und die zweite Mahnung besagte, dass nachhaltige Entwicklung essayistisch, also experimentell ist und nicht instrumentell. Das waren die zwei Mahnungen. Der Trost, der war zugegebenermaßen ein wenig vergiftet. Die lange Dauer einer nachhaltigen Entwicklung, überhaupt jeder Entwicklung, in die wir so eingebettet sind, greift weit über eine menschliche Biografie hinaus. Das Bemühen Einzelner hat dann immer etwas Komisches angesichts der Kürze einer Lebensspanne, auch wenn das dann als ein persönliches Scheitern wahrgenommen wird. Das muss aber gar nicht sein. Also es gibt eben die großen Entwicklungsstränge, nur um ein Beispiel aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu nehmen, der Umgang mit dem Rauchen. Als ich in Bonn studierte, war das germanistische Seminar vollständig ein Raucherraum, inklusive der Bibliothek und jedem einzelnen Seminarraum. Es durfte geraucht werden und es wurde auch überall geraucht. Heute, na gut, das ist mein Vierteljahrhundert her, aber stellen Sie sich vor, Sie gingen heute in eine Universitätsbibliothek
und beginnen dort zu rauchen. Ich glaube, man würde sie für einen Attentäter halten. Da hat sich einiges geändert. Auf diese Dinge, vor allen Dingen auf die Kürze der Lebensspanne angesichts der langen Strecken der Zeit, da komme ich noch einmal zurück. Mein Vortrag wird keine akademische Vorlesung sein, sondern verstehen Sie auch den Vortrag als ein Essay, also als einen Versuch. Ich werde verschiedene Türen und Fenster aufstoßen und ein paar Durchlässe öffnen, ein paar Ausblicke, den einen oder anderen Durchgang vielleicht mit Ihnen wagen, andere links und rechts liegen lassen. Sie unterbrechen mich bitte jederzeit und fragen dazwischen, wenn Sie Anmerkungen oder Kritik oder Ähnliches haben. Und Sie dürfen natürlich auch gerne widersprechen, gerade wenn es um das Thema des Scheiterns geht, wäre das doch recht naheliegend. Ich beginne, ach so, vielleicht noch eine technische Vorbemerkung. Wir hatten ein kleines technisches Scheitern-Erlebnis. Entweder das Bild ist leicht gestreckt oder abgeschnitten. Wir haben uns jetzt für die leichte Streckung entschieden. Bei besonders wichtigen Dingen würde ich dann einfach nochmal kurz umswitchen auf die Breitbandansicht. Aber ich glaube, das geht so. Erst hässlich wird es bei der Typografie. Ich möchte gern beginnen mit diesem Gemälde von Caspar David Friedrich. Es ist in den 1820er Jahren entstanden und wie ich schon von einem von Ihnen hörte, hängt es in der Hamburger Kunsthalle. Als es das erste Mal ausgestellt wurde, ich glaube es war in Prag, war die Szene noch ein wenig umständlich. Und zwar lautete sie: ideale Szene eines arktischen Meeres, ein gescheitertes Schiff unter den aufgetürmten Eismassen. Ende des Titels. Also ein langer Titel, beschreibt aber ziemlich genau, was man sieht. Eigentlich braucht man das Bild gar nicht mehr. Und Caspar David Friedrich hat sich dann auch eines Besseren besonnen und es in der nächsten, in einer Dresdner Ausstellung, dann einfach das Eismeer genannt. Was Sie hier sehen, ist tatsächlich der Wortsinn des Scheiterns. Wie Sie dort rechts sehen, in diesem aufgetürmten Eismeer, ist dort ein Schiff zerschellt, zerdrückt worden von den Eismassen. Und hier sehen Sie noch einzelne Brocken des Mastes, die dort herausragen, gewissermaßen als Holzscheite. Und da sind wir tatsächlich auch schon genau beim Wortsinn des Wortes Scheitern. Es hat nämlich etwas mit Zerschellen oder Zerscheitern zu tun. Es ist noch ein recht junges Wort, aus dem Frühneuhochdeutschen zuerst belegt. Zerscheitern bedeutet so viel wie in lauter Holzscheite zerfallen. Also das Holzscheit liegt dem Wort selbst zugrunde. Wenn es früh Neuhochdeutsch ist, kann man sich vielleicht schon denken, dass der Luther da irgendwas damit zu tun hat. Und anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums wenigstens ein kleines Luther-Zitat, ansonsten werde ich Sie mit ihm verschonen. Und zwar wörtlich aus der Luther-Übersetzung von 1545, das ist vom Propheten Jeremia: ich will deine Rosse und Reuter zerscheitern, donnert dort der in den Worten des Propheten Jeremias die Drohung Gottes über den Untergang Babylons und die Erlösung Israels aus dem babylonischen Exil. Sie sehen, das geht also relativ deftig zu: ich will deine Wagen und Fuhrmänner zerschmeißen, und dann wird ganz viel zerschmissen, aber dieses Zerscheitern und Zerschmeißen, also in Einzelstücke zerlegen, das ist der eigentliche Wortsinn. Also wenn Sie sich den Holzscheit vorstellen, da sind wir am Kern der Wortbedeutung. Aus Paritätsgründen noch ein Blick in das Neue Testament. Das ist aus dem Matthäusevangelium. Sie kennen vielleicht die Stelle, das ist dieses Gleichnis vom treuen und vom schlechten Knecht. Und dort heißt es dann in dem Gleichnis: so wird der Herr desselben Knechts kommen an dem Tage, dass er sich nicht versieht, und zu der Stunde, die er nicht meinet, und wird ihn zu scheitern, also zerscheitern, er schreibt das mit ZU, und wird ihm seinen Lohn geben mit den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ein schönes, drastisches Wort. Es gibt andere Varianten davon noch. In der Einheitsübersetzung, also der neuesten katholischen Variante, heißt es statt zerscheitern: und der Herr wird ihn in Stücke hauen. Auch eine klare Aussage. Ich habe noch in der Elberfelder Übersetzung, die sich ja sehr worttreu gibt, heißt es: und der Herr wird ihn entzweischneiden. Also das ist übrigens eine sehr schöne Vergleichsstelle, also Matthäus 24, Vers 50, 51.
Wenn Sie mal die Übersetzungsvorlieben verschiedener, vor allen Dingen evangelikaler Bibelübersetzungen vergleichen wollen, aus solchen dezenten Übersetzungsanpassungen kann man schon sehr viel aus der Ideologie erahnen. So, wörtlich geht es also bei Scheitern und Zerscheitern im Wortsinn um das Zerschellen meist eines Vorhabens an einem unumgänglichen oder zumindest nicht umgangenen Hindernis, weil man es übersehen hat. Entweder es war nicht zu vermeiden oder man hat es nicht vermieden, weil man es nicht besser wüsste. Scheitern ist passiv, es widerfährt einem, das tut man nicht aktiv, also mittlerweile tut man das auch aktiv, aber Scheitern ist erstmal eine passive, ein passives Ereignis. Das zeigt eigentlich auch das Gemälde von Caspar David Friedrich. Hier sehen Sie, wie dieses Schiff von den Naturgewalten in Scheite zermalmt wird, also man sieht wirklich die einzelnen Scheite oder Scheiter, wie man in Süddeutschland sagt. Wörtlich zerscheitert liegt dort das Schiff. Und gerade das Schiff ist nun ein stark aufgeladenes Bild von Aufbruch, von Expedition ins Ungewisse, von gefahrvollen Aktionen, das wird uns noch einmal begegnen. Ein Gedicht von Nietzsche, auf das ich später noch einmal zurückkommen werde, das lautet Nach neuen Meeren. Da kriegt man diesen Spirit, wie man neudeutsch sagt, sehr gut mit. Nach neuen Meeren. Dorthin will ich und ich traue mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer, ins Blaue treibt mein Genueser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer, Mittag schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge, ungeheuer, blickst mich an, Unendlichkeit. Das ist aus der fröhlichen Wissenschaft, aus den Liedern des Prinzen Vogelfrei. Das ist ein ungestüm euphorisches, sehr zuversichtliches Gedicht, ein Weltentdecker, Sie hören da so die Kolumbus-Anspielungen mit Genua und Aufbruch heraus natürlich. Das ist ein Weltentdeckergedicht voller Optimismus, voller Tatendrang und Zuversicht. Hartmut Rosa, der Soziologe, formuliert das in seinem neuesten Buch mit der Resonanz als Reichweitenerweiterung und nennt auch explizit Kolumbus. Ja, also dass man die eigene Reichweite mit größter Zuversicht und Enthusiasmus erweitert. Das ist so in diesem Schiff, in diesem Bild des Schiffes drin und daher lohnt es sich dann zum Schluss noch einmal darauf zurückzukommen. Zunächst aber zur Syntax des Scheiterns. Ich sage gezielt Syntax des Scheiterns und keine anderen philosophischen Worte, weil ich hier Subjekt, Objekt und Intention als Untertitel genommen habe und bei Intention und Intentionalität werden Philosophen sehr vorsichtig, wenn man dann sofort in dieser Debatte um Husserl und Heidegger ist, worauf wir alle keine Lust haben heute. Deshalb, was ist die Syntax, also der eigentliche Satzbau des Scheiterns? Besser gesagt, wie scheitert man eigentlich? Man braucht zunächst ein Subjekt, ein Individuum mit einer bestimmten Intention, mit einer Wirkabsicht. Das scheitert also ein Subjekt, das eine bestimmte Absicht hegt. Diese Intention richtet sich auf ein Objekt, das scheint allerdings irgendwie tückisch zu sein. Also ein Objekt mit Tücken ist die zweite Zutat im Rezept. Und an dieser Tücke bricht die Intention ab. Ja, das klappt halt nicht. Was beim Subjekt natürlich zu Ärger oder Schmerz oder Scham oder einer Mischung von all dem führt. Also ein Abbrechen mit Schmerzen. Das ist im Grunde der Satzbau des Scheiterns. Sie haben eine Intention, Sie haben ein schwieriges Objekt, Sie müssen daran abbrechen. So, was darf man sich unter Tücken vorstellen? Und jetzt werden wir schon ein wenig komplexer. Zunächst die einfachste Definition oder die einfachste Benennung wäre eine Dysfunktion eines Objekts. Es kann eine ärgerliche Dysfunktion sein, das heißt, etwas funktioniert einfach nicht, das Auto springt nicht an, der Handy-Akku ist leer oder ähnliches. Das heißt, das Scheitern liegt eigentlich ja gar nicht beim Subjekt, sondern ist dem Objekt bereits inhärent. Ja, man scheitert also wirklich an Qualitäten des Objekts und nicht an sich selbst. Deshalb kann man sich zwar ärgern, muss sich aber nicht weiter grämen, weil man ja selbst dadurch nicht in Frage gestellt wird. Es sei denn, man tut es selbst, indem man sich fragt, warum immer ich? Ja, das könnte passieren. Der zweite Punkt, das nenne ich mal die Inkongruenz von Intention und Können. Das Subjekt überschätzt vielleicht einfach seine Fähigkeit, die Intention, die man so hegt, umsetzen zu können.
Dieses Scheitern, wenn man sich mehr zutraut, als man wirklich kann, hat natürlich ein hohes Potenzial an Lächerlichkeit und ist deshalb auch sehr beliebt in der Unterhaltungsindustrie, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Der dritte Punkt, der ist sehr komplex. Das ist die Inkongruenz von Intention und Naturgesetz. Da sehe ich zwei verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt, vielleicht hat ja das intentionale Subjekt einfach eine mangelhafte Kenntnis der Naturgesetze. Das hat man gelegentlich bei Autofahrern aus der Kölner Umgebung, die sich darüber nicht im Klaren sind, dass man nicht schneller fahren kann als sein Vordermann. Das ist einfach ein Mangel an Kenntnis, an schlichter Naturgesetzlichkeit. Das haben Sie sicherlich auch alle schon erlebt. Das führt gelegentlich zum Abbruch der Intention und spricht nicht unbedingt für die Urteilskraft eines Subjekts, auch ein guter Anlass, um sich über das gescheiterte Subjekt zu erheitern. Die zweite Intention hingegen ist viel ernsthafter, und zwar geht es dort um die wissenschaftliche Intention des Scheiterns, also das Experiment. Und das ist es nämlich genau, was alle empirische Wissenschaften tun. Sie stellen eine Hypothese auf und leiten daraus einen Versuchsaufbau ab, der geeignet ist, die Hypothese entweder zu belegen oder zu widerlegen. Das heißt, jedes wissenschaftliche Experiment muss auch scheitern können. Wenn man eine Hypothese aufstellt, die man gar nicht widerlegen kann, dann ist das keine wissenschaftliche Hypothese, sondern in der Regel Fundamentalismus. So, das ist etwas ganz Entscheidendes, dass in der Wissenschaft das Scheitern an die Möglichkeit von Erkenntnis gekettet ist, und zwar unauflöslich. Diese beiden Elemente gehören einfach ganz wesentlich zusammen. Denken Sie nur an die Suche Ende des 19. Jahrhunderts nach dem sogenannten Äther als Medium für das Licht. Was hat man nicht alles für Experimente aufgebaut? Man hat nichts gefunden, gar nichts, woraus sich dann wirklich irgendwann die Notwendigkeit ergab, eine Theorie aufzustellen, in der man den Äther gar nicht braucht. Das hat dann Einstein 1905 mit der speziellen Relativitätstheorie hingekriegt und damit war der Äther überflüssig geworden. Heute fiebert die Physik einem Scheitern einer großen Theorie entgegen, die jetzt schon 102 Jahre alt ist, nämlich die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein von 1915, da hat er sie veröffentlicht. In der Hoffnung natürlich, dass man dahinter eine neue Physik entdeckt, mit der man eben die Seltsamkeiten der Beobachtungen beschreiben kann und erklären kann. Geheimnisvolle Dinge wie dunkle Materie und noch sehr viel geheimnisvoller die dunkle Energie, die entziehen sich einfach diesen Erklärungsmöglichkeiten. Aber jetzt kommt das Problem, diese allgemeine Relativitätstheorie ist einfach penetrant richtig. Im letzten Jahrhundert, also Einstein hat eine ganze Reihe von recht exotischen Hypothesen aufgestellt und direkt dazu gesagt, die kann man eh nie verifizieren, weil man so etwas nie messen können wird. Auch die abgelegensten Prognosen sind zuletzt bestätigt worden, ganz zuletzt vor gerade einmal einem Jahr oder anderthalb Jahren, der Nachweis von Gravitationswellen. Ja, eine solche Absonderlichkeit, Einstein hat gesagt, mathematisch ist das ein Effekt, das wird man aber nie beobachten können, weil das viel zu klein ist. Hier irrte Einstein, aber seine Theorie behält ganz penetrant recht, was einer Reihe von Physikern schlaflose Nächte bereitet. Fragt sich, wie empirisch eigentlich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die Wasserprobe in Hexen- und Ketzerprozessen war. Auch das war ja eine schöne Versuchsanordnung. Hier war ganz klar, man nimmt eine gefesselte Person und wirft sie ins Wasser. Geht sie unter, ist sie unschuldig und ist erlöst. Aber tot. Schwimmt sie oben, ist sie eine Hexe und kann anschließend verbrannt werden, sobald sie trocken ist. Dahinter steckt auch tatsächlich eine echte Hypothese, nämlich die, dass Hexen so leicht sind, dass sie oben schwimmen, weil sie mit dem Teufel im Bunde sind und ja auch fliegen können. Und das Wasser stößt sie ab, weil seit der Taufe Christi das Wasser und die Flüsse geheiligt sind und so etwas Unheiliges wie eine Hexe gar nicht erst aufnehmen. Tja, das ist ein Experiment, das eigentlich nie scheitern kann. Und deshalb
ist es auch nicht wissenschaftlich. Entweder das Opfer geht unter und ist unschuldig oder es schwimmt oben, was tatsächlich vorgekommen sein soll, und wird verbrannt. Ja, das ist die Inkongruenz von Intention und Naturgesetz und das führt auch schon zur vierten Dysfunktion. Das nenne ich einfach mal die kafkaeske Dysfunktion, weil sich in ihr das Subjekt einer über- oder vielleicht auch unmenschlichen Maschinerie, so eine Art Leviathan, ausgeliefert findet, in dessen Angesicht man ja nur scheitern kann. Sie denken vielleicht zuallererst an Ihre Steuererklärung, aber das ist nicht gemeint. Denken Sie vielleicht an den Hexenprozess oder an die Segnungen des real existierenden Sozialismus, der auch zu ähnlichen Erlebnissen führen kann. Das kann man gerade tagesaktuell in Venezuela beobachten. Es gibt aber auch fünftens eine existenzielle Inkongruenz. Und zwar insofern, dass Subjekt und Intention einfach nicht zusammenzubringen sind. Das hat existenzielle Gründe. Auf den Punkt gebracht heißt es einfach, wir sind sterbliche Wesen und wir wissen das ja eigentlich auch. Natürlich sagen wir uns das jetzt nicht so gerne, das ist ja jetzt auch nicht so gerade der Einstieg in einen gelungenen Tag, aber prinzipiell wissen wir das, obwohl wir meistens so leben, dass die Realität dieses absolut notwendigen und unumgänglichen realen Scheiterns im Alltag gar keine Rolle spielt. Ich nenne das das große Scheitern. Das wirklich ganz große Scheitern, was unumgänglich ist, und das wird später noch genauer zu ergründen sein, aber jetzt erstmal noch ein kleines Beispiel zum kleinen Scheitern und zur Tücke des Objekts. Vielleicht kennen Sie das. Das steigert sich noch zu höchster Dramatik. Ein anderes wirklich klassisches Beispiel des Scheiterns an der Tücke des Objekts und an der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten ist Peter Sellers als Inspektor Clouseau. Davon wirklich nur ein ganz kleines Häppchen, vielleicht ermuntert sie das, dieses Werk in seiner Gesamtheit nochmal zu rezipieren. I will apprehend this culprit within 24 hours. Ja, das war die Sache mit den Naturgesetzen. Ich komme zu einem kleinen Kapitel, das nenne ich das seichte Scheitern und habe dem völlig zu Unrecht ein horazisches Zitat untergejubelt, Prodesse et Delectare. Das ist aus der Ars Poetica von Horaz, das heißt eigentlich aut prodesse wolle und aut delectare poete. Also entweder wollen die Dichter nützlich sein oder unterhalten, oder beides kommt dann in Vers 334. Im seichten Scheitern, da ist eine gewisse Nützlichkeit drin, aber auch viel Unterhaltungswert. Wir kommen zunächst auf die Unterhaltung. Das ist mein Leitmotiv für den ganzen Abend. Als Pars pro Toto haben wir einen Pinguin, auf den ich dann noch ein paar Mal zurückkomme. Das ist ein sogenanntes animiertes GIF. Und es dauert 8 Sekunden. Ja, das war schon das kleine Scheitern dieses Pinguins, der auf dem Eis ausgerutscht ist. Damit, Sie werden auf den entsprechenden Plattformen Millionen von solchen GIFs von kleinen und größeren Missgeschicken, teilweise auch brutalen Missgeschicken finden. Wir scheinen also eine unerschöpfliche Freude am Scheitern anderer zu haben. Häufig, also ich habe dafür jetzt mich ein wenig umgeschaut in diesen Portalen, häufig geht das auch weit über den guten Geschmack hinaus. Apropos guter Geschmack, eine kleine Suche nach Scheitern oder Kunst des Scheiterns auf Amazon. Sie glauben gar nicht, was Sie dort alles finden. Die Verkitschung des Scheiterns, so als eine seicht trübe Sinn- und Lebensberatersoße, ist wirklich grauenhaft. Also von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zen finden Sie wirklich alles, was irgendwie das Scheitern positiv verkaufen will, also auf dem Buchmarkt offensichtlich.
höchst erfolgreich und völlig trivial. Das Scheitern erfunden könnte dieser Herr haben. Kennen Sie ihn? Anthony Scaramucci. Er hat es geschafft, als famoser Kommunikationschef des Weißen Hauses, der mit Abstand unterhaltsamste, aber auch der mit der kürzesten Amtszeit zu sein, nämlich von 10 Tagen. Bevor er dieses Amt angetreten hat, hat er ein Buch über das Scheitern geschrieben. Fast prophetisch. Und zwar sogar ein recht erfolgreiches Buch, nämlich Hopping Over the Rabbit Hole, zu Deutsch über den Hasenbau hopsen, habe ich es mal übersetzt, wie Unternehmer scheitern in Erfolg wenden. Und hier sind wir bei dem Prodesse, bei dem Nützlichsein. Tatsächlich interessieren sich insbesondere junge Unternehmer wie Jack, wie verrückt auf Hochdeutsch, für das Scheitern. Es gibt sogar ein Museum des Scheiterns in Schweden, Museum of Failure Innovation. Das ist übrigens eine sehr schöne Seite, die es sich lohnt, mal anzuschauen. Ja, auch die Internetadresse. Dort werden vor allen Dingen technologische Innovationen gezeigt, die sich überhaupt nicht durchsetzen konnten oder einfach von noch sehr viel innovativeren Produkten überholt wurden. Das hat viel Presse bekommen, auch völlig zu Recht. Das ist eine schöne Webpage, ein gut gemachtes professionelles Video mit vielen schönen Beispielen. Das lohnt sich, das also mal durchaus anzuschauen. Auch in der Wissenschaftsliteratur, im Wissenschaftsjournalismus wird viel über das Scheitern gesprochen. In der Psychologie heißt das Stichwort dann Resilienz, so viel wie Widerstandsfähigkeit, Stoßfestigkeit könnte man auch sagen. Und im Übrigen spielt es auch in der Nachhaltigkeitsforschung eine große Rolle, also Krisenfestigkeit in schwierigen Zeiten, zum Beispiel um die Folgen von Ressourcenknappheit, Klimawandel und so weiter zu bewältigen. Da ist die Resilienzforschung eben auch ganz prominent. Also hier wären wir auch im Bereich des Prodesse des Nützlichseins. Dann gibt es eine Reihe von Konferenzen, die sich mit dem Scheitern beschäftigen. Die FailCon zum Beispiel, das sind Konferenzen, wo junge Unternehmer sich ihre gescheiterten Startup-Versuche erzählen, aber meist erst dann, wenn die Spuren des Scheiterns längst getilgt sind und sie ein erfolgreiches Startup am Laufen haben. Auch in Deutschland erweist sich die FailCon vor allen Dingen als Konferenz für Tech-Startups, Innovatoren, junge Unternehmer, die eben durch das Lernen aus Fehlern anderer den eigenen Erfolg absichern wollen. Also die Grundstruktur ist auch wie beim Unterhaltenden, man schaut sich lieber an, wie andere gescheitert sind, um selbst daraus seine Schlussfolgerung zu ziehen. Eigenes Scheitern vermeiden durch die Analyse des Scheiterns anderer, so könnte man die Rezeptur zusammenfassen. Dann gibt es auch seit einigen Jahren schon immer beliebter werden die sogenannten Fuck-Up-Nights. In Berlin gibt es eine Fuck-Up-Night, die ein wenig popkultureller ist als ihr US-Äquivalent, aber wir sehen auch eine unterhaltungsindustrielle Verwertung des Scheiterns. In den USA deutlich ernsthafter Business-Style aufgezogen. Sie sehen also, das wird schon, es verkauft sich als Bewegung, ist aber selbst ein Start-up und das sehen Sie schon an den Referenzen von Unternehmen, mit denen man da zusammengearbeitet hat. Die Dienstleistung ist dort eben das Aufzeigen typischer unternehmerischer Fehlentscheidungen, aus denen man in der Tat einiges lernen kann, um sie selbst dann auch zu vermeiden. So auf der Grenze zwischen Unterhaltung und Unternehmensberatung spielen sich diese Sachen ab. Aus unternehmerischer Sicht ist das durchaus sinnvoll, surft aber dann doch eher an der Oberfläche und dringt nicht in die Tiefe des Scheiterns. Und das möchte ich mal ein wenig poetisch einen Ozean nennen, einen kulturgeschichtlichen und existenziellen Ozean, in dem sich Scheitern abspielt. Und in den wollen wir nun abtauchen, wie das Pinguine tun. An der Oberfläche ein wenig tollpatschig und in der Tiefe des Ozeans doch recht flink und wendig. Und wenden uns nochmal ihm zu in einer Endlosschleife. Was Sie hier sehen, wie gesagt, ein animiertes GIF, ein Graphics Interchange Format. In seiner ikonischen Form, wie wir ihn hier sehen, also eben als Datei, sehen wir diesen Pinguin mit seinem gebeugten Kopf, mit seinen schweren Schultern über die unwirtliche Eislandschaft schlurfen. Übrigens die gleiche Eislandschaft wie auch im Gemälde von Caspar David Friedrich. Ja, als trüge er ein zerknirschtes Sünderherz, als trüge er alle Last der Welt auf seinen Schultern und dann rutscht er noch aus und fällt bäuchlings hin.
Wir sehen ihn schnell wieder sich erheben und weiterschlurfen, aber in dieser ikonischen Welt des animierten GIFs ist er in einer Dauerschleife gefangen. Und immer wieder durchschlurft und durchstolpert er die ewige Wiederkehr des Gleichen, das größte Schwergewicht, wie Nietzsche das in der fröhlichen Wissenschaft nennt. Er ist unentrinnbar in dieser ewigen Wiederkehr von 8 Sekunden und 880 Millisekunden gefangen. Und es ist diese tragische Größe, das Unentrinnbare immer und immer wieder zu durchlaufen, die ihn zum Helden und zum tragischen Helden macht. Aber es gibt übrigens einen deutschen Dichter, der ausgesprochen untragisch ist, nach eigener Auskunft, nämlich Goethe. Und deshalb hat er einen solchen Satz erfunden wie: Wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und deshalb erlösen wir den Pinguin jetzt und kommen zum heroischen Scheitern. Das heroische Scheitern ist so etwas wie die Provokation der Unterwelt, behaupte ich. Und ich möchte Ihnen das gerne darlegen anhand dieses Herrn. Ich weiß nicht, ob Sie ihn durch die typische Handbewegung auch erkennen. Sisyphos ist es, genau. Das ist ein Detail aus einem Kolossalkrater aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, heute in Neapel zu bewundern. Kolossalkrater meint doch wirklich kolossal. Das Gerät ist 1,60 hoch, 90 cm breit, also ein großer Brocken. Sisyphos kennen wir aus der ältesten Überlieferung aus der Odyssee, aus dem 11. Gesang. Das ist die Stelle, wo Odysseus mangels besserer Orientierung den Untergang zur Unterwelt, den Eingang zur Unterwelt sucht, um dort den Seher Teiresias zu befragen, wie er wieder nach Hause kommt. Und dort beobachtet er, was so über die Schulter des Teiresias, was dort so abgeht. Und dort sieht er Folgendes. Auch den Sisyphos sah ich, der starke Qualen ertragend einen gewaltigen Stein mit beiden Händen daherschob. Ja, fürwahr, mit Händen und Füßen dagegen sich stemmend, über den Gipfel zu wälzen gedachte, dann trieb seine Wucht ihn immer zurück und der tückische Stein rollt wieder zu Tale. Aber er stieß ihn von Neuem und strengte sich an und der Schweiß rann ihm von den Gliedern herab und Staub stieg über sein Haupt auf. Das ist der Text von Homer. Und so kennen wir ihn eben, so ein paar Hintergrundinformationen. Er gilt als mythischer Gründer der Stadt Korinth und ist neben Odysseus ein besonders listenreicher Heros. Wir kennen eigentlich nur seine Strafe und nicht seine Untaten. Seine Strafe hat er sich erworben, vor allen Dingen aufgrund seiner notorischen Indiskretion. Zum Beispiel, und das ist nur eines von zahlreichen Beispielen, verrät er dem Flussgott Asopos den Namen des Entführers seiner Tochter. Raten Sie mal, wer der Entführer war. Zeus. Ja, das ist nicht wirklich schwer zu erraten, weil der alle Jungfern entführt. Zeus ist recht enttäuscht darüber, dass er verraten wurde und schickt ihn deshalb Thanatos, also den personifizierten Tod, um ihn in die Unterwelt zu holen. Aber auf eine leider nicht detailliert überlieferte Weise vermag Sisyphos, Thanatos auszutricksen und ihn in Fesseln zu legen. Hat nochmal Glück gehabt, aber dadurch gibt es nun Probleme im Hades, nämlich dort bricht eine Ressourcenknappheit aus. Es gibt keinen Nachschub an Toten. Und deshalb muss der Kriegsgott Ares hinauf, oder hinab vielmehr, der kommt ja vom Olymp, um Thanatos zu befreien. Den nimmt den Sisyphos nun mit. Vorher aber schafft Sisyphos es noch schnell, seine Frau zu überreden, sämtliche Totenspenden zu verhindern, sodass also der Unterwelt keine Opfer mehr gebracht werden. Was dann wieder zu einer anderen Ressourcenknappheit führt im Hades, nämlich dem Nicht-Eintreffen entsprechender Totenopfer, Libationen, Brandopfer und so weiter. Sisyphos ist jetzt da in der Unterwelt und offensichtlich konnte er gut verkaufen und überzeugt Persephone, die Göttin der Unterwelt, davon, in die Welt zurückzugehen und dafür zu sorgen, dass es wieder Opfer gibt. Sie sagt, gut, das tut er, überzeugt auch die Leute davon, dass sie wieder Totenopfer bringen, bleibt aber oben und genießt das Leben mit seiner Gattin. Und zwar, bis er an Altersschwäche stirbt und dann doch in den Hades muss und dann erst kriegt er diese böse Strafe auferlegt, die wir hier von Franz von Stuck inszeniert sehen.
Eine weitere Tat des Sisyphos im Übrigen auch so äußerst indiskret von ihm. Er schwängert die Tochter seines Gastgebers Autolykos. Das macht man einfach nicht. Die junge Frau heißt Antikleia und Sie ahnen es vielleicht, die Ehe liegt später, hochnotschwanger, einen gewissen Laertes, der dann der angebliche Vater des Odysseus ist. Also Sisyphos ist der heimliche Großvater des Odysseus. Was lernen wir daraus? Heroen scheinen gerne in den Hades einzudringen, um ihm wieder zu entkommen. Zuletzt müssen sie dann allerdings wieder sterben. So, was lernen wir daraus? Die Heroen wissen, dass sie sterblich sind, aber sie sind Herausforderer des Todes. Sie überwinden ihn zeitweise, obgleich sie eigentlich sterblich bleiben. Das ist mal so eine verallgemeinerte Hypothese. Und die bleiben sterblich und sie wissen das eigentlich auch. Und trotzdem gehen sie das Abenteuer ein. Das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf den Typus 5 des Scheiterns, ne, auf dieses existenzielle große Scheitern an der prinzipiellen Sterblichkeit der Menschen. So, und diese These möchte ich jetzt mal kurz am mythischen Material überprüfen, ob da der Sisyphos nur ein Einzelfall ist oder ob es dafür mehr Evidenz gibt. Nehmen wir direkt den Enkel. Sie kennen ihn hier, das ist auch so eine typische Herausforderung, das ist Odysseus. Hier versucht er sich dem Gesang der Sirenen auszusetzen, ohne ihnen zu verfallen. Auch das ist eine Provokation des Todes, sich ihm einerseits aussetzen, andererseits ihm doch entrinnen. Im 11. Gesang nähert er sich eben dem Totenreich, um den Geist des Teiresias zu befragen, sieht dabei auch seine Mutter und auch den Sisyphos und überhaupt setzt Odysseus seinen Ruhm gegen die Gewalt des Todes. Ja, hier diese tödliche Verführung durch die Sirenen, einfach aus Neugier oder aus Wissenstrieb oder wie Nietzsche sagen würde, der Trieb der Erkenntnis ist hier stärker als die Furcht vom Tod. Das zeichnet Odysseus auch bei anderen Heldentaten aus, auch nachdem er dem Polyphem incognito entkommen ist. Sie kennen alle die Geschichte, ne? Er hat ihn hier sehen Sie es gerade, Polyphem wird unangenehm geblendet in seinem einzigen Auge. Und als sie dann, er hat sich ihm als niemand vorgestellt, um dann den Hilferuf zu unterbinden. Die Geschichte ist Ihnen ja allen bekannt. Zum Schluss, als er gerade dabei ist, dem Polyphem zu entkommen, muss er dann doch noch seinen Namen hinterherrufen und sagt, Edge, ich bin Odysseus, Kurzfassung. Warum tut er das? Um seinen Ruhm zu sichern. Er will, dass der Titan weiß, durch wen er sein Augenlicht verloren hat. Polyphem ist dummerweise Sohn des Poseidon und der sorgt dann eben dafür, dass Odysseus nach Verlust aller Gefährten nach Hause kommt und auch da nur Ärger vorfindet. So, Sie sehen also, die eine Heldentat, das Überwinden einer Herausforderung, türmt weitere Probleme auf, die dann zum ganz großen Scheitern hinführen. Nehmen wir einen anderen Helden, Herakles. Das ist die letzte seiner 12 Aufgaben, nämlich Kerberos, den höllischen Kampfhund aus dem Hades, zu entführen und ihm seinem König Eurystheus vorzuführen, der allerdings schüchtern ist und sich deshalb lieber in diesem Gefäß aufhält. Sie sehen, der hat es auch getan, ist wirklich in die Unterwelt hineingegangen, hat den auf irgendeine Weise gebändigt, den Kerberos und hochgebracht. Sie sehen auch, der hat 3 Köpfe, vielleicht daher die starke Abneigung der Griechen gegen die Troika bis heute. Noch ein Held, mein Lieblingsheld, das ist Theseus. Seine Spezialität ist es, ins Labyrinth einzudringen, um dort den Minotaurus zu erlegen. Das Labyrinth ist ein sehr transparentes Bild für die Unterwelt, für den Hades, aus der es eigentlich keinen drinnen gibt. Und er schafft es auch nur durch einen Trick, nämlich durch Ariadne, die mit dem Faden, die ihm dann hineinhilft. Das ist aber nicht sein einziger Gang in die Unterwelt, um den Minotaurus aus dem Labyrinth zu holen, sondern es gibt noch eine andere Geschichte. Aus einem mir unerfindlichen Grunde entschließen er und sein Freund Peritoos sich dazu, in die Unterwelt einzudringen, um für Peritoos eine Zeus-Tochter zu entführen. Dazu müssen Sie wissen, Theseus hat schon eine, nämlich Helena. Helena ist die vielfach entführte Dame, Herakles hatte sie mal, Theseus hatte sie mal,
Nach Troja ist sie dann auch gekommen, hat auch dort für Ärger gesorgt. Also schon die alten Mythenkritiker in der griechischen Antike haben sich bemüht, eine Chronologie dieser Ereignisse aufzustellen, um abzuschätzen, wie alt die denn eigentlich gewesen sein muss und ob es die Sache noch wert war, sie zu enthüllen. Aber dem oblag natürlich das grobe Missverständnis. Erstens haben wir es hier mit einer Zeus-Tochter zu tun und zweitens besteht der Mythos per Definition aus solchen anachronischen Brüchen. Ja, dort gibt es immer Gleichzeitigkeiten und Parallelen. Solche Chronologien machen dort keinen Sinn. So, die sind dort auf jeden Fall eingedrungen, um eine andere Zeus-Tochter für Peritoos zu entführen, damit er auch eine hat. Das war aber ausgerechnet Persephone, die Königin der Unterwelt. Und das ist wirklich eine schlechte Idee. Sie werden natürlich gefasst und wachsen jeweils auf einem Felsen fest mit dem Gesäß. Herakles kommt ja, wie Sie wissen, auch in der Unterwelt vorbei, sieht dort seinen, ich glaube, Cousin Theseus. Und Sie sehen hier zwei Darstellungen des gleichen Objekts, reißt ihn von seinem Sitz. Er muss dafür ein Körperteil zurücklassen, nämlich das, mit dem er festgewachsen ist. Peritoos muss ganz bleiben. Das ist übrigens auch der Grund dafür, sagt der Mythos, warum die attischen Jünglinge so flache Gesäße hatten. Nach der Rückkehr des Theseus setzt übrigens auch Racines berühmte Tragödie Phaedra ein. Ja, während der langen Abwesenheit des Theseus hat seine Gattin sich dann mit dem spröden Stiefsohn Hippolytos in den verguckt, aber der ist ja spröd. Ein letzter, der in die Unterwelt eingedrungen ist, Orpheus. Er hat seine geliebte Gattin Eurydike durch einen Unfall unter Einschluss von Wildtieren verloren, das war eine Schlange. Sein alles bezwingender Gesang öffnet ihm allerdings den Weg in die Unterwelt. Er darf nicht nur, das Einzige, was er nicht darf, er darf sich, während er seine Gattin Eurydike, vielmehr ihren Schatten, wieder herausführt, dabei sich nicht umwenden. Sie kennen das auch dem Alten Testament mit Herr und Frau Lot. Ja, Frau Lot dreht sich auch um und erstarrt zur Salzsäule. Er dreht sich doch um und sie wird nicht zu Salz, sondern geht in Dünsten auf und weg ist sie für immer. Was tut man als Dichter? Man singt. Und da hören wir ganz kurz in die famose Gluck-Oper von Christoph Willibald Gluck, eben die Orpheus-Oper. Das ist die Stelle, als Orpheus Eurydike verloren gehen muss.
Ja, er wird vergeblich singen. Was schließen wir aus alledem? Das heroische Scheitern scheint ein Widerstand gegen Sterblichkeit zu sein. Alle Heroen sind Widerständler gegen den Tod, indem sie ihn verachten, indem sie gezielt in die Unterwelt eindringen und den Tod unerhört provozieren. Sie ringen dem Tod vorläufige Siege ab, die müssen ja vorläufig bleiben, ja? Und sie wissen auch, wie vorläufig die sind. Zuletzt scheitern auch sie am Tod. Sisyphos, das sage ich auch noch dazu. Sisyphos stirbt an Altersschwäche, Theseus wird ganz trivial von einer Klippe geschubst. Odysseus wird von einem nicht erkannten, unehelichen Sohn getötet. Ein verloren gegangener Text, den wir nur als Zusammenfassung haben, die Telegonie. Also Telegonos war sein illegitimer Sohn. Sie können sich denken, von wem? Von Kirke, bei der er ja länger, ja 7 Jahre als Sexsklave gearbeitet hat. Und Orpheus, dem widerfährt es auch ganz schlecht. Er wird von thrakischen Dionysos-Anhängerinnen zerfleischt in Stücke gerissen. Herakles verbrennt sich selbst auf einem Scheiterhaufen, weil er durch ein vergiftetes Kleidungsstück einen Allergieschock erleidet. Richtig, das Nächste ist gut. Das Scheitern scheint die Vorbedingung des Heroischen zu sein. Das Heroische am Heros ist tatsächlich die Verachtung des Todes. Das Heroische beruht also auf der Inkongruenz des hybriden Anspruchs, des vermessenen Anspruchs und der Endlichkeit der Existenz. Also das, was die Heroen erreichen wollen, Tochter des Zeus entführen, Persephone, um sie zu ehelichen, das ist Hybris. Und daran scheitern sie zuletzt. Aber diese Hybris richtet sich eben immer gegen den Tod. Ja, mit aller Gewalt sich gegen den Tod zu stemmen. Und deshalb würde ich definieren, das große Scheitern, das ist der Tod. Das ist meine vorläufige These. Das ist das große und für uns ja bekanntlich alle unvermeidliche Scheitern. Ja, das kleine, tägliche, banale Misslingen ist deshalb ein so großes Ärgernis, weil es unsere eigene Sterblichkeit präfiguriert. Das ist ein Vorahnen des großen Scheiterns. Indem die Heroen in den Bereich des Todes eindringen und ihnen wieder entkommen, nehmen sie dem Tod seine Größe. Hier wird es auch existenziell. Also Lebenszeit ist ja nun fraglos begrenzt, für jeden Einzelnen von uns auf je eigene Weise begrenzt, dummerweise aber auf je unbekannte Weise. Oder auch zum Glück auf je unbekannte Weise, denn es wäre außerordentlich demotivierend, wüssten wir das Datum. Diese beunruhigende Mischung aus Gewissheit des Todes und Ungewissheit seines Zeitpunkts, das ist unser Horizont, also der Horizont unserer menschlichen Existenz. Das haben die Philosophen ja schon öfters formuliert. Heidegger nennt das zum Beispiel das Sein zum Tode. Wobei der Tod nicht einfach ein letztes, finales Ereignis ist, sondern das Leben strukturiert sich auf ihn hin, weil wir eben im Gegensatz zu allen anderen Tieren darum wissen. Und diese Grundstruktur zum Tode hin, das heißt bei Heidegger die Sorge. Das ist jetzt nicht einfach nur so, ach, ich mache mir Sorgen, ob es heute regnet oder nicht, sondern das ist wirklich die Struktur der Sorge, die uns als Lebewesen prägt. Der Heros kennt diese Sorge aber gar nicht. Dem braucht den Tod ja gerade als großes Scheitern, um ihn auch ordentlich missachten zu können. Ein Heros, der nicht sterblich ist, ist gar nicht denkbar. Weil was hat er davon? Ja, wenn er unsterblich ist, dann ist es ja keine Herausforderung. Wo bleibt die Challenge, würde man auf Neudeutsch sagen. Das große Scheitern ist also der Tod und das kleine Scheitern seine Präfiguration. So, und es mit dem Propheten Hosea zu sagen, wenn man nun so herangeht an die Sachen, stellt sich doch tatsächlich die Frage, wo sind Tod deine Dornen und wo ist Sheol dein Stachel? So heißt es beim Propheten Hosea, wenn der einmal überwunden wurde, ja, wenn mehrere Heroen der Unterwelt, also Sheol, das ist hebräisch für Hades, wenn mehrere Heroen ihm entkommen sind, wenn ihr dadurch erworbener Ruhm den eigenen Tod des Heroen weit überdauert, wenn also der Ruhm durch die Tat das eigene Leben überdauert, dann ist die eigene Sterblichkeit zwar nicht vermeidlich, aber auch nicht weiter wichtig. Ja? Damit auch kein Scheitern mehr.
Und Sie wissen vielleicht, wenn Ihnen das bekannt vorkommt, der Apostel Paulus hat das im Korintherbrief auch nochmal aufgegriffen. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Fragt er denn da deutlich weniger kraftvoll als der Prophet Hosea. Es gibt dann noch einen Heroen, der viel älter, aber auch vielschichtiger ist als diese Beispiele aus der griechischen Mythologie. Aber ich glaube, bevor wir zu dem kommen, nämlich zu Gilgamesch, machen wir ein kurzes Päuschen.